Umstände, die haben ja den Umständen nach vorne eine hohe Brille hochgehalten. Der andere nicht. Ich dachte immer so, Müller-Master, die trinken mal eine Flasche Bier dabei. Nein, das haben sie vergessen hier. Bringen mir das hier und vergessen die Flasche Bier. Ja. Da kommst du auch mal ins Fernsehen. Muss da höher, muss da Pissbotte mit ins Fernsehen. Was, ein Pissbotte? Ja. Das dauert sie dir, start ja einer. Ja. Du machst mich ja Sponsor, ja. Dann haben sie zur Paltrop-Mühle umgebaut. Ja. Nee. Und wer hat sie nun gebaut? Das steht oben an dem Balken. Das ist hier in der Nähe war so eh so ein Konstrukt. Dann kalk ich mal rum. Was? Dann kalk ich mal rum, Heier. Ob es an Balken start. Ob was? Ob der Name am Balken start. Start auf irgendwann an den Kran. Ja, kalk an den Steinkran. Ja, ich kalke mal. Jemand Höhenangst, ich sage vor mir hergehen, die Schiene. Ja, genau. Haben wir alle schon mitgemacht. Da war sie taub, ob ich da gezeugt bin unter der Eiche, das weiß ich nicht. Konnte ich nicht nachforschen. Bin ich aber noch dabei. Haben sie nicht verraten, Jeder. Bin ich noch dabei. Ne? Aber da wie ich geboren wurde, hieß es die Tausendjährige. Ja. Ich bin jetzt 84. Wie alt ist die Eiche? 1000. Die bleibt 1000. Bliff Diusen. Ja. Der hast du recht. Ja. Auf viele Rente, also vor allem die Kinder, die 1084. Ja. Vorhin gelesen, dass sie da eine Tanzfläche gemacht haben. Ja. Die haben auch den höchstgelegenen Weinberg in Deutschland. Die Hitzacker? Ja, Hitzacker, nicht. Spielt das auch gestern oder? Heute Nachmittag. Das ist Paltrow-Orchester. Wie sind das? Das sind 7 Leute. Alles altgediente. Ne?
Zusammengedrückt, ja, so geht das so. Ja, Rüste, Drücke rein. Da kommt es da in die Säcke und dann kannst du da runter. Okay, er zeigt das. Sorgt, dass du die Mühle nicht ins Gesicht kriegst. Ja, und dann kommt das, hier kommt das Korn rein. Ja. Dann ist die, ich fand ja hier unten. Kommt das Korn rein und im dritten Schuh. Und da drin sind die Mühlen. Ja, hier. Die unterste Wohnwagen haben so und die oberste stehen hat so. Und dann, wenn er sich dreht, dann quetscht es das Korn außen an, außen, und das ist noch offen kommt, das ist gut. Ja. Und mit diese Winde kann ich den, wenn ich jetzt die Welle hochhebe, geht auch der Stern hoch. Dann mit dieser Winde kann man, also, so ist der Hebel. Diese zwei Knechte, hier ist einer und hier ist einer, wenn die richten, die werden dann in 10 reingesteckt, dann kann es nämlich nicht so nicht umschlagen. Zum Arretieren. Ja. Ja. Und was passiert mit dem Sack, der Konrad? Der Sack kommt da nicht stehen. Den schubst du wieder runter. Man kann das auch von Hand machen. Also diese Seil, das geht in die das Rad so, dann kann man das in kann man das auch machen. Wie heißt der Mensch hier so Mühle durch? Ein Schuster. So, da könnt ihr mal was erklären. Ja. Oben kommt das Mehl rein. Und unten kommt das Korn raus. Ja, genau. Das ist doch aber rum. Ja. Hier kommt das Korn rein. Ja. Und dann kommt es in den Rüttelschuh. Aus dem Rüttelschuh kommt es ins Loch in der Mitte vom oberen Stein. Und dann zwischen den Steinen wird es vermahlen und hier raus kommt dann das Mehl. Mit diesem Schaufelchen wird es immer in der Runde gedreht. Hier ist ein Loch, dann kommt das Mehl durch dieses Loch in das Rohr und da unten ist der Sack. Jawohl. Ist der Sack voll, wird der Schieber zugemacht und wird der Sack ausgewechselt. Und wieder den Schieber aufmachen und dann geht es weiter. Ja, früher sind sie mit Pferd und Wagen eingefahren. Ja. Ja, aber ich hab nicht gesehen.
ja sogar Geburtstag, wa? Ja. 200 Jahre. Sieht aber noch gut aus hier, ne? Jawohl, jawohl. Meine Mutter ist nicht mehr der Mutter. Früher, meine Mama noch geht. Und er ist nicht die selber. Aber die Zeit. Ich kann mal reingehen. Ich fall deine Mutter. Weißt du? Oh Gott. Da war eine Ruine entstanden. Wir gucken uns mal nach oben. Thank you.
Ja, deswegen wundert mein Niedersachsen so. Dreimal pleite ist und alles ist pleite. Alles ist pleite, deswegen. Ja, durch die ich dachte, weil der schöner aussieht und größer und schöner. Ich dachte, das war die Zeit. Der hat aufgegeben. Wir haben laufen müssen. Zack, war er. Ja, das ist für die Füße. Das ist für die Augen. Es ist so. Es macht ja keinen Sinn, dass ich hier kann. Deswegen sehe ich auch hier zwei Ritzel. Die neuere ist mit die Elektro, die hat nur einen. Die weiß ich gar nicht. Ich habe immer mit zwei. Interessant. Ja, ich sehe aber keine patente Einrichtung. Na gut, die hatten ja dann irgendwann Strom ja auch. Da haben sie gesagt, das muss irgendwas, was wir jetzt tun. Und die hatten ja keine, ich sage mal, kein Getriebe dazwischen. Und der Wind war ruckartig, wenn er anging, ging er an. Der ist ja nicht kontinuierlich. So, was passierte? Brachen die Zähne. Und die Gusszähne kriegst du nicht wieder dran. Kannst du wegschmeißen. Heute ja, aber damals. Man kann gut schweißen. Ja, heute. Wenn man das war so im Wesentlichen, was ich Ihnen erzählen wollte. Ich höre da unten ein großes Gemurmel, dann machen wir die nächsten. Aber ich habe jetzt Feierabend. Ja. Aber ich glaube eben, dass es nicht geht, wenn ich das sehe. Thank you.
wollen was zu arbeiten und dann war es gleich was zum Schreiben. Ich wollte doch wohl nicht das hier angreifen. Okay. Jetzt sehe ich hier so versteckten Schleifringläufer. Ich soll immer verstecken. Ja. Aber ihr seid immer ehrlich, in der Bühne ist ehrlich. Ja. Also. Und wenn ich dann traurig bin,
Nein, lieber ein Biergarten in Eindorf. Nee, nee. Und den halb volles oder halb leeres? Halb leer. Halb leer? Gib mal Pech im Mist. Oh, dann brauchst du mal ein neues. Gott. Halt, du bist mit drauf. Warum ist denn die Tante nicht alleine noch hinten in die Ecke geworden? Das hören wir nicht. Da ist das auch wieder in diesem. Oh, oh. Der Markt läuft uns, was das noch ist. Ich kann auch oben zu mir, aber ist Gott. Ja, so, Uwe, ja, das ist alles ein schönes Brot. Oh, ja. Die habt ihr ja einen schönen Namen gegeben, ne? Ja, oder? Wer das eigentlich war, weiß keiner. Und wo siehst du noch drehende Windmühlen? Das ist nicht mehr so oft. Thank you.
sind, dass du lügst, wenn du sagst, dass du gehst, weil du mich nicht mehr liebst. Abschied ist ein bisschen wie Sterben, ist wie alles verlieren, weil es dich nicht mehr gibt. Abschied ist ein bisschen wie Sterben, wenn sie schon glauben.